Hallo und herzlich willkommen zurück bei Thief. Ja, wo wir nun in den nächsten Kundenauftrag steigen. Schweigen ist Gold. Und der ist noch immer für Hector. Da haben wir letzte Folge die Hand abgegeben, die Metallhand. Und jetzt dann sind wir schon hinter dem nächsten Metallzeug hinterher. Ich glaube, den Kehlkopf. Kannst du dir dein Geld mit Singen in der Kneipe verdienen? Ist das klar? Natürlich, Sir. Scheißkerl. Oh, oh. Ich werde ihm zeigen, wie wir das in Shoals Gate regeln. Kommt der Welt jetzt hoch? Ich hoffe nicht. Ich friere. Auf dem Fluss habe ich geruht. Meine Waffe wollte ich finden. Hör mal zu. Wir sind schon wieder bei 872 Harte Gold. Zeiten. Ich glaube, das ist noch nicht das Haus. Oder? Die Nacht dauert ewig. Raus. Der Gestank hier ist widerlich. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Ja, vor allem, weil immer Krieg ist. Das ist ein Hund. Fluss hab ich gewohnt. Da kommt zu. Mist, ich hab keinen Giftpfeil. Alte scheiß Krütze, Alter. Ich muss schlafen. Ich könnte jetzt noch mal warten, bis der da rüber geht. Jede Nacht derselbe Albtraum. Was? Was ist das da? Oh, cool. Fünf Holzstücke, dass ich die finde. Hey, du da! Oh Moment. Befehl der roten Klingen. Rote Klingen, ich habe euch Jungs zum Schutz bestellt. Ich werde von einem Taugenichts belästigt, dessen Namen ich vergessen habe. Irgendwas mit E hat sein Gesicht nicht gezeigt und wollte etwas, das ich gekauft habe, einen Kehlkopf. Der Miska will morgen wiederkommen und bezahlen, aber ich erkenne einen Betrüger, wenn ich einen sehe. Er will mich berauben heute Nacht. Seid wachsam und fangt jedem ab, der
herumschnüffelt. Der Kehlkopf befindet sich zur Sicherheit in meinem Tresor. Haltet euch von meinem Waren fern. Ich bezahle euch da morgen früh. Oxford Perry. Das bedeutet, der Oxford Perry ist nicht hier. Hoffentlich. Und ich hoffe, das hat auch niemand gehört, dass wir jetzt hier Radau gemacht haben. Hoffentlich. Können wir doch mal runtergehen. Alter, der spinnt doch vollkommen. Ich wollte erst auf die Kiste und dann... Das sind Scherben. Irgendetwas krabbelt in meinem Stiefel rum. Du was? Moment, ich kann ja gehen und dann wieder mitnehmen. Diese Klinge schneidet wie heißes Messer durch Butter. Ich werde sie ihm zeigen. Die Nacht dauert ewig. Ja, das ist immer so. Sind nicht mehr sicher. Pfandleier, Diebe und Grabräuber. Verdammte Aasgeier. Allesamt. Trotzdem ist's Arbeit. Ob Aasgeier oder Mistkerl. Du sagst es. Dieses verfluchte Ding juckt wie die Pest. Diese Nebenkommentare immer. Ist weggegangen. Das Wetter schlägt um. Warum ist das ausgegangen? Ist da wer? In den Schatten? Ich habe Besseres zu tun. Mist. Verdammte Scheiße, ey. So hungrig. Vermisst du was von der alten Arbeit? Warme Mahlzeiten? Die Marke? Die Stiefel. Ein Mann braucht einfach gute Stiefel. Ja, Leder ist in der Altstadt schwer zu kriegen. Der Pöbel kocht und isst es. Den ganzen Tag rumstehen, mehr mache ich nicht. Nur rumstehen. Aber dafür bezahlt werden. Könntest du dich auch sitzen. Können wir doch mal probieren. Null. Was ist da drüben los? Falls du... Ach, denn dann nicht hier die ganze Zeit. Ich bin so brutal einfach in diesem Game. Und ist da noch eine Tür? Ach ja, da geht's raus, glaube ich. Surfing! Juhu. Tot. Also wenn die dabei sterben, dann sehe ich, dann hoffe ich's wirklich nicht. Und das finde ich einfach diese Diebesspiele eigentlich super. Wenn man so herumschleichen kann, man hat so ein paar Feinde hier und da. Und man muss halt aufpassen. Oder ich finde es auch noch besser, wenn eigentlich alle schlafen, du musst dich trotzdem ruhig verhalten. Was ist das? Sie haben wie so ein Schweißbrenner oder sowas.
Und das Haus ist so riesen scheiße groß. Na dann. Guter Fund. Speicher mal. Schloss knacken. Ist das Kaffeeteil? Oder Muffinteil? Oxford Paris Geschäftsregister. Lieferung Simon K. Handschuhe. Abgeschlossene Geschäfte. Joseph T. 6 Pfeifen. Schmutzig. Caleb R. Flaschen Trinkgläser. Ohne Sprünge. Renfest 3 Rundkäfige, gewaschen. Esra O. Haushaltswerkzeuge, Gemälde. Arlan Northcrest. Sonderausgabe Spenden an die Wache des Barons Bergfried Sanierungsfonds. Ich finde es immer so interessant, immer in die Bücher von den anderen hier rumzuzoomen, was da so drin steht. Mach das mal sicherheitshalber zu. Wieso hat nicht jeder Raum irgendwie einen Lichtschalter? Brennt der dauerhaft das Licht oder wie? Habe ich schon durchsucht? Könnte schon mal Schloss knacken. Solange ich noch hier meinen Frieden habe. Ach komm. Ich höre Schritte. Fall. Ich brauche was zu trinken. Haben wir ihn geweckt? Na, dann legen wir den Bus weg und schlafen. Ja, sicher. Hey! Ich weiß, du bist hier irgendwo. Huh? Ja! Was hat denn jetzt so aufgebracht? Ich kann das erklären. Okay, Entschuldigung. Ich verstehe es noch immer nicht. Woher kam er? Achso. Ich mach die trotzdem einfach frei, diese Fluchtwege. Wer weiß, vielleicht liegen hier drin Briefe oder irgendwelche Schmuckstücke. Man weiß ja nie. Wir haben ja Zeit. Diese ganzen Fallendinger, die führen irgendwo rauf.
Nein, da war ja noch was drin. 999 haben wir. Über 1000 haben wir schon wieder. Da möchte ich gerne diese Knackfähigkeit ein bisschen verbessern. Stiller, weil ich bin ziemlich gerade konzentriert, ob hier irgendwelche Schritte sind oder ob ich irgendwelche Fallen auslösen könnte und so weiter. Aber jetzt dann ist wieder Ruhe. Hoffentlich. So genau kann man es nie sagen. Also, wieso hat das überhaupt gerade so wieder geklingelt? Nein, Mann! Zuvor, wenn es immer klingelt, dass irgendwer die Tür oder irgendwie den Laden betreten hat. Oxford Paris Notizbuch, Lieferung anonym, Dieb, Kehlkopf aus Metall, abgeschlossene Geschäfte, Jack T, 6 Schwerter, kleine Blutflecken, Cody A, Aalbeißer, 9 Dockschwalben, hübsch geliefert nach Blackbrook, Robert W, Edelstein, 2 Uhren von Clockwise, Gravinierung entfernt. NHO 5 Wachuniformen. Leicht blutig. Hä? Leicht blutig. Sonderausgaben. Rote Klingen Schutzgebühr. Okay, 11 und 12. Haben wir schon von diesen Geschichten hier, also von den Texten, Notizen gefunden. Von den Abschnitt oder von der Kategorie. Oh! Die aufmerksame Dame. Die haben wir schon mal. Von der Kategorie Hector seine Aufträge. Plasma Hector. Das werde ich noch 1000 Mal bringen. So, jetzt haben wir ja die Fallen entschärft. Es müssten hier ja keine Spuren mehr sein. Mache hier alles zu. Wer war das jetzt eigentlich nur zum Schluss? Wer war das? Der Herr. Mach wieder zu, wir wissen ja warum. Und jetzt können wir unten noch die Kiste auch aufmachen. Und wie einfach ist das bitte, das Schloss? Da ist er ja. Das ist also der Kehlkopf. Perry hätte ihn verkaufen sollen, als er noch konnte. Tja, ich komme aus der Pfandlei. Also der Weg rein war ja auch ziemlich einfach. Man kann ja einfach hineinsteigen. Moment. Der Weg rein war ja auch ziemlich einfach. Ich gehe jetzt nochmal hier durch. Aber der Weg war ziemlich einfach, weil man konnte einfach von außen einfach in den Keller und dann einfach hier hoch. Schau mal. Was hat er sich dabei eigentlich gedacht? So, da liegen noch die anderen zwei Herrschaften. Wieso haben wir die eigentlich nicht in den Tresor? Wir könnten die jetzt eigentlich auch nur in den Tresor reinlegen und auch sagen, ja, das waren die. Nee. Die werden schon, der wird schon drauf kommen, wer das war. Oder welcher Dieb? Hier gibt es ja tausende Diebe. Alter. Hallo? So, bin wieder da. Und die schläft schon? Super. Ja. Gut, dann gehen wir wieder.
Auftrag erledigt. Bleibe unentdeckt leider nicht. Nutze einmal die Umgebung. Haben wir natürlich gemacht. Führe 3 Kopfschüsse an Bedrohungen aus. Stiele alle Beuteobjekte 93%. Wow. Alle Sammlerstücke haben wir gefunden. 27 von 29 gefundene Beute. Mist. Naja, Taschendiebstähle. 0 getötete Bedrohung. Wahrscheinlich, weil wir den bei der Treppe runtergerollt haben. Ist er gleich tot oder wie? 17,51. Tja, dann noch extra schön Kohle drauf. Alter. Diese Nebenaufträge, die pushen unser Limit. Und dann kommt ja noch die Bank. Ja, das muss man sich jetzt mal denken. Es kommt doch die Bank. Ich will ja gar nicht wissen, was da alles drinnen ist. Und die kann man ja nur spielen, wenn man dieses DLC hat. Ich weiß aber gar nicht, ob das noch immer ein Angebot ist, weil bei Steam ist zurzeit so viel in Angebot. In Riverside wimmelt es von Banden wie den Aalbeißern. Man tut gut daran, Ärger zu vermeiden und unauffällig zu sein. Ja, das glaube ich. So, ich mach mal die Mappe wieder an. Hast du es ausgekundschaftet, das Haus der Stadtratswache? Ja, hab ich. Streng bewacht, wie vermutet. Und die Büste des Barons? Reines Gold. Ein Vermögen wert. Sogar mit der Visage von Northcrest. Leider wird die Büste nachts mit diesem Spezialismus eingesperrt. Verdammt, zu riskant. Ich blas die Sache ab. Soll jemand anders für den Versuch hängen, sie zu stehlen? Na toll. Ja klar. Ich mach mal hier zu. Ich guck mir ein bisschen gerne hier die anderen Häuser rein. So was hier so abgeht. Brief von Polly für Ehre. Mein geliebter Polly, wir dürfen nicht länger getrennt sein. Deine Stimme und dein sanfter Duft haben mich umgarnt. Wenn ich bei dir bin, winken mir die sommerlichen Küsten wie nie zuvor und Träume von goldenen Sonnenlichten erhellen jeden wachen Moment. Bitte sag, dass du mein Sein wirst, mein Allein, dein hingebungsvollster Freier, Renginald. Was sind das für Namen? Hier haben einige ihr Lager. Frage ist noch immer, gehören eigentlich diese Häuser noch irgendjemanden? Oder sind die fort oder weggestorben? Ach du Scheiße. Ah. Gut, dass ich noch ein paar Seilpfeile mitgenommen habe. Weil sonst hätten wir es ja jetzt nicht so. Aber eigentlich will ich auch nicht darunter. Gut, was müssen wir denn jetzt noch machen? Müssen wir das noch abgeben? Verfolgen. Ja, das müssen wir noch abgeben, das machen wir dann auch noch und dann haben wir hoffentlich eigentlich Hector fertig. Und das finde ich auch gut, dann haben wir mal in der Session heute habe ich dann mal das Kapitel beendet und zwei Nebenaufträge und müssen weitergemacht bei den nächsten Kapitel, also Zwischensequenz und so weiter. Kostet ja auch Zeit. Aber so ist das ein Spiel. Und da müssen wir echt sehen, dass wir nächste Folge oder in der nächsten Session. Irgendwas ist anders an dir. Moment, ich hab's. Du stinkst nicht nach Schweiß und Pisse. Ich hab's gerade mit Polly Adler gemacht, der duftendsten Dockschwalbe von Skin Market. Ihr Parfüm hängt sicher noch an mir. Glückspilz. Ich steh schon zu. Was? Dockschwalbe. Ach, sieh mal einen an. Ach du Scheiße. Da hat's jemand schon versucht. Die Diebe von Riverside. 30.06.842.
Nach der notwendigen Schließung der Docks muss diese Zeitung bedauerlicherweise berichten, dass die Beutelschneider und Tunichtgute des Südviertels sich in der Gassen und Straßen bereit gemacht haben. Nur der Weg des Barons wird von der Stadtwache frei von Schurken und Bettlern gehalten. Die Verbrecherbande der Arbeiter, der Grund für diesen Namen, ist nicht druckfähig, behauptet Riverside, steht nun unter ihrem Schutz. Wir raten allen aufrechten Bürgern Riverside auch außerhalb. Kann ich das irgendwie leichter scrollen? Außerhalb der Ausgangssperre zu meiden und derart unverhohlen bedrohlichen Gebaren zu entgehen. Informationen über den Anführer der Aalbeißer, einen gewissen Mr. Jeb Chokes, soll dem nächstgelegenen Büro der Wache mitgeteilt werden. Okay, 9 von 10 Zeitungen haben wir. Ach, scheiße, Moment. Polly Adler hat der das gerade gemacht. War das nicht die eine, die wir da gehabt haben? Also gerade diesen Zettel von diesem Renegald oder wie er hieß? Die hat ja auch irgendwelche Polly geschrieben. Fragen wir nicht. So. Geldbörse. Für was hat er überhaupt einen ungesicherten Safe? Ach ja. Wenn der eigentlich ja nur eine Geldbörse da reinlegt, obwohl der da eigentlich einen gesicherten Schrank hat. Verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Sei es mir aber recht. Häuser sind aber teilweise schon ziemlich groß. Guck mal, da geht sogar noch runter. Zack. 1400. Junge, wir müssen echt dann bald mal... Also eigentlich wollte ich ja jetzt nur kurz hereingehen, weil ich dachte, das sind eh so kleine Häuser, da ist ja eh nichts. Aber tatsächlich, hier ist ja einiges. Wow, ein paar Bitcoins. Das liegt da alles so einzig. Ich brauche keine neuen Feinde, aber so wie ich die Aalbeißer kenne, beschuldigen sie sich gegenseitig. Okay. Moin. Okay. Schnell. So, ach Junge, dann haben wir noch ein Haus mitgenommen, wo man so ein bisschen Beute noch hatten, und dann steuern wir auch Richtung Ende der Folge zu. Aber davor müssen wir noch der Hector sein Zeug da abgeben, und vielleicht hat er schon das nächste für uns. Aber dann werden wir erstmal die Bank vielleicht uns holen und natürlich ein bisschen, ach ja, jetzt müssen wir hier noch lang. Guten Tag, der Herr. Hey, ich bin nicht sicher, aber ich habe vielleicht jemanden gesehen. Und, hast du jetzt ihn gesehen? Jetzt sehe ich also schon Dinge, was? Wenn nichts war, geh zurück auf deinen Posten. Stopp! Ich bin einfach auf die schönen Sneakers. Ich glaube, ich spinne. So, ich glaube, da oben ist mal hin wieder. Ich meine, wir können ja jedes Fenster nutzen, was wir wollen. Ach, eine Map bringt ja eh nichts mehr. Weil wir sind ja gleich wieder in einem anderen Gebiet. Da brauchen wir eigentlich eh keine Map mehr hier in Stone Market da drüben. Da kennen wir uns eh aus. Da kommen wir eh gleich wieder beim Glockenturm raus und dann rennen wir wieder an die beiden vorbei und da sind wir schon wieder drüben. So einfach. Wo sind wir jetzt? Noch ein Haus. Das ist safe ein Haus von der Wache. Aber eine ziemlich gute Wache. Nicht so eine. Oh, du Scheiße. Tja, nach uns wird gefahndet. Aber wie? Verräter-Torbericht.
Ermittlungen in Sachen mutwilliger Veranstaltungen baronischen Besitztums bekannte Unruhestifter wurden von der Wache in Gewahrsam genommen und verhört. Die Wachpatrouillen am Verrätertor wurden bis zum Färbermarkt verdoppelt. 4 weitere Unruhestifter von der Wache in Gewahrsam genommen. Nach umfassender Ermittlung Verhaftungen eines gewissen David Wilmark vom Färbermarkt legt beim Verhör umfassendes Geständnis ab. David Wilmark wird beim Morgengrauen gehängt und dann gevierteilt. Verunanstaltung baronischen Besitztums geht weiter. Ermittlung wird fortgesetzt. Aber den Typen nimmt man sicher runter, durchsucht ihn, hat man wahrscheinlich durchsucht, seinen Besitztum genommen und dann wahrscheinlich auch in die Verbrennung geschickt. So wie halt alle irgendwie. So, gleich kann man wieder eine Lesephase einleiten. Bericht der Wache 3498 vom Wachmann Munion. Zusammenfassung: Waffenvorrat 6C ins Lager Black Alley verlegt. Alle Teile durch die Wache Munion und Koss inspiziert und erfasst. Ach, Abriegelung. Okay, das kennen wir schon. Hier ist ein Schloss. Ich höre Schritte. Könnte aber natürlich auch von draußen aus sein. Aber hier brennt halt überall Licht. Das war's aber auch hier schon. Okay, dann haben wir hier nichts zu befürchten. So, ich beeile mich jetzt ein bisschen. Ach, ich muss dieses Knacken-Dingen, muss ich echt verbessern. Alter. Ich war doch da schon, ja, da. So. Alter, gibt's das? Endlich. Das muss ich jetzt aber ausgezahlt haben. Also das war oder ist noch immer ein Wachmann. Ey, hier ist noch was. Neue Anweisungen. Es geht um die Berichte deiner Quacksalber zum Umgang mit der Schwermutlage. Ich schlage vor, dass du einen neuen Bericht verfasst, der sich auf folgende Richtlinie stützt. Ich will einen konstanten Fluss von Schwermütigen zur Verwertung in der Fabrik. Etwa 100 pro Tag sollen reichen. Mir ist klar, dass die Krankheit manchmal mit dramatischem Tempo abläuft. Ein Mann, der abends noch gesund schien, kann am nächsten Morgen schon auf dem Totenkarren liegen. In diesem Fall sollte sein Haus vor der Enteignung gründlich gesäubert werden. Ich weiß deine Unterstützung in dieser Sache zu schätzen, der Diebesfänger-General. Ach, das hätte ich jetzt anders vorlesen sollen. Naja. So, ich mach mal auf. Guck mal, jetzt raus. Hier sind wir. Ach, hier sind. Ach, das ist hier gleich. Da habe ich nie reingeguckt, echt. Ja, runter. Hallo. Moment, wenn wir schon mal hier sind, kaufen wir uns schon mal oder wenn er das auf Lager hat, hier die Verbesserung fürs Knacken, weil sonst dauert das hier eine Stunde. Wäre ich eine Dame aus Alldale, müsste ich mein Kleid nicht selbst waschen. So, Entschuldigung, wollte ja gerade was trinken. Ich habe etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Ach ja. Schlagstockschalen, Lederhaltung. Kann ich aber nicht irgendwie. Ich möchte gerne Verbesserungen für meinen Knacken. Bogenbalance, Bogenknöcher. Köcherkapazität, Lederhaltung, Schlagstockschaden.
Versus Bürgerschaft, Junge, was? Warme Weste, Glücksmünze. Brauche ich die eigentlich alle? Moosköcher. Die könnte ich ja nicht alle verkaufen, oder? Achso, nee, die kaufe ich mir. Ach, Junge. Eine warme Weste. Okay. Aber was soll ich denn mit Bestos an der Bürgschaft? Verringert den Preis von Ressourcen um 25%. Ärztliche Rezept verringert den Preis vom Mohn. Troy's Ranzen. Lederhärtung, Köcher. Das ist Aschensalbeiöl, verringert den Schaden durch Feuer und Fallen. Bestos Bürgschaft. Verringert den Preis von Ressourcen um 25%. Man munkelt in der Stadt häufig, dass Bestos Wort bisweilen nicht so gut ist, wie es seine Bürgschaft vermuten ließ. Wer auf Worte aber ohnehin nichts gibt und Geld verfügt. Ja komm, kaufen wir uns. Habe ich dann nicht hier Rabatt bei denen auch? Keine Ahnung. Für euch habe ich immer geöffnet. Ja, ich bin auch nur der einzige Kunde wahrscheinlich bei denen. Jetzt aber gehen wir dahin. Wahrscheinlich geht das mit dem Knacken noch nicht. Oder es gibt ja einen anderen Händler oder erst später oder was auch immer. Keine Ahnung. So, komm. Ich war doch gerade schon drüben jetzt. Muss aber doch mal. Wieso dürfen die hier einfach rumstehen? Ich war das nicht. Rennen da schnell hin. So, da sind wir endlich. So. Endlich. Junge. Hector. Ah, ihr seid's. Immer wieder gern. Hier ist der Kehlkopf. Euer Dieb hat ihn versetzt, bevor die Wache ihn für seine Mühen aufgehängt hat. Dann hat er wenigstens bekommen, was er verdient hat. Danke, gute Arbeit. Mit dem Kehlkopf ist mein Metallmann fast so weit aufzuwachen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich muss nachdenken. Kommt doch etwas später wieder. Mein Metallmann ist noch nicht ganz fertig. Ja. Na dann, später soll mal wiederkommen. Dann geht's weiter. Haben wir schon mal zweimal ausgeholfen hin. Und hat sich auch gelohnt. Er bezahlt auch und... Hoffentlich lohnt sich. Ich bin gespannt, was da mit diesem Metallmann passiert, ob er hier die Welt übernimmt. Naja. Also, das war's. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.